Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meinem allerersten Reiseführer auf diesem Kanal. Ich will kurz einmal vorstellen, wo Probleme sind und was eventuell als nächstes kommen wird. Und zwar ist das Problem am Freitag, ich habe eine halbe Stunde zwischen zwei Folgen Pause gemacht, wollte noch eben eine Stunde versuchen, ein bisschen was in Icarus zu schaffen. Aus der halben Stunde Pause sind dann zwei Stunden Pause geworden, nur weil noch andere Dinge anlagen. Real Life haut einem manchmal ziemlich viele Stöcker zwischen die Beine. Ja, und das ist das Ergebnis. Ashburn wurde zurückgelassen und ist permanent verloren. Lösche diesen Charakter und erstelle einen neuen. Wieso sieht man das denn hier nicht? Ah, ja. Ich muss das mal eben hier anpassen. Genau, so. Jetzt seht ihr das auch richtig. Ja, Ashburn wurde zurückgelassen und ist permanent verloren. Lösche diesen Charakter. Erstelle einen neuen. Ist sehr ärgerlich. Aber eigene Schuld. Man kennt ja das Spiel und man kennt die Regeln. Wenn die Zeit abgelaufen ist, ist dein Charakter futsch. Permades und so. Ja, schade. Jetzt habe ich das Dilemma. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, nochmal von ganz vorne anzufangen und den Charakter komplett neu aufzubauen. Bin ich ja ganz ehrlich, vielleicht war es auch die Verärgerung am Freitag darüber, dass das so passiert ist. Ne? Ärger eher über mich selber als über alles andere. Das Spiel ist nun mal so, aber ich habe ja in der gestrigen Folge auch noch gesagt, dass ich das manchmal doch ein bisschen doof finde, weil genau sowas dann passieren kann. Mit dieser Realtime-Geschichte. Ja. Ja, ist halt die Sache, will ich das nochmal riskieren? Ich weiß es im Moment nicht. Aber ich habe mir gedacht, ja, hey, kein Problem, du wolltest ja sowieso im April The Forest anfangen. Und ja, dann nimmst du halt den Platz von Icarus für The Forest. Aber, nö, natürlich nicht. Da haben die Entwickler von Endnight Games sich am Freitag das hier ausgedacht. So. So. Over these past few weeks, we have realized that our May 2022 release date for Sons of the Forest was overly ambitious. To be able to deliver our vision of the next step in survival games, we've decided to move our release date to October 2022. Ja, Bullshit. Ärgerlich, natürlich finde ich es gut, weil dann soll das Spiel auch richtig cool werden, aber es ist echt ärgerlich. Ich habe mich echt tierisch gefreut, endlich im Mai Sons of the Forest, endlich wieder zu Forest zocken, auch auf The Forest, den ersten Teil hatte ich richtig, richtig Bock wieder. Jetzt verschieben wir das Ganze wohl eher so in den August, September, vielleicht, man weiß es ja auch noch nicht, ob da wieder Änderungen kommen. Ja, und jetzt habe ich das Dilemma. Jetzt werde ich mich diese Woche mal hinsetzen und gucken, was dann auf dem dritten Kanal liegt. Hier, mein wichtiges Buch. was dann als nächstes auf den Plan fallen wird. Ist gar nicht so einfach. Ich habe da so ein paar Sachen, die ich gerne machen würde. Das sind The Infected habe ich das letzte Mal in der Version 3 gespielt. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei Version 12. Da hätte ich auch mal richtig Bock wieder drauf. Dann ist immer noch im Hinterkopf Icarus. Nochmal neu anfangen. Man kann ja auch vieles besser machen. Man kann den Talentebaum anders aufbauen. Man weiß jetzt, was man vielleicht erforschen sollte und was nicht. ja. Aber auch hart wieder ganz vorne anfangen, bei Null, mit einem ganz neuen Charakter. Harte Entscheidung. Vielleicht ist das doch eher was für eine zweite Staffel. Wenn da mal wieder, wenn zum Beispiel so Updates kommen, wie mit den Fahrzeugen, die ja geplant waren, oder Aliens, also Icarus-typische Wesen. Aber man muss mal gucken, was da jetzt noch so kommt. Ich meine, die hauen ja jede Woche ein Update raus. Das ist doch ganz geil. Ja. Dann gibt es noch Valheim, obwohl ich da
eher so eingestellt bin, so, ja, Lust, ja, das neue Update und so ist auch recht geil geworden anscheinend. Ha, schwierig, schwierig. Dann hätte ich eine zweite Staffel Star Ascent eventuell im Auge. Da sind ja auch viele Updates gekommen. Da hätte ich auch wohl mal Bock drauf. Aber ich hätte auch Bock auf Endzone, A World Apart. Auch ein geiles Spiel, was ich auch gerne mal richtig cool hier spielen würde mit euch. Oder eben, was ich auch schon lange Bock drauf habe, ist A Subsistence. Ja, das sind so die Sachen, wo ich mir gerade Gedanken zu machen muss, mich da entscheiden muss, womit es weitergeht. Aber hey, ihr habt die Möglichkeit, das zu beeinflussen. Wie gesagt, ich habe euch genannt, was hier so am Plan steht. Sagt mir dann in den Kommentaren, was euch so interessieren würde, worauf ihr Bock hättet, was ich hier, womit ihr hier so spielen möchtet mit mir. Also, ich freue mich da ganz auf ganz reges Interesse und ganz regen Einfluss von euch. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ach nee, eine Info hatte ich noch. Heute kommt 7 Days knappe Stunde später. Tut mir leid, gestern den ganzen Tag unterwegs gewesen. Hab's nicht geschafft, das pünktlich hochzuladen. Jetzt lädt's und braucht halt ewig lange. Ja, also noch 1,5 Stunden oder so. Deswegen kommt das erst um 4, aber macht ja nichts. Da fällt ja Icarus weg und dann hoffe ich, dass ich wie gewohnt um 5 Raft reinbringen kann. Es kann aber sein, dass Raft auch etwas später heute kommt. Also, ich hoffe, das ärgert euch nicht so sehr, wenn heute alles ein bisschen verspätet ist. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Sonntag. Habt einen echt entspannten Ausklang des Wochenendes. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder in 7 Days to Die oder halt in Raft. Ciao!